Was geht ab? Willkommen zu meinem allerliebsten Lieblingskurs, zu meinem allerliebsten Lieblingstutorial, und zwar Python. Python. Python ist eine der powervollsten, mächtigsten und auch einfach zu erlernendsten Programmiersprachen, die du lernen kannst. Dieser Kurs hier richtet sich speziell an ethische Hacker, an Penetrationstester, an angehende Penetrationstester. Das heißt, am Anfang werden wir zwar viele Grundlagen behandeln, aber dann werden wir immer mehr bei den letzteren Teilen auch dazu gehen, dass wir tatsächlich ein echtes Projekt auch, ein kleines Projekt auch starten, wo wir ein paar Sachen programmieren, die man in echten Penetrationstests, in echten realen Hacks, wenn man so möchte, die auch verwenden würde. Ja? Warum solltest du Python lernen? Wie gesagt, es ist eine einfache Sprache und am Ende von dieser Videoreihe wirst du in der Lage sein zu programmieren. Falls du noch gar keine Programmierkenntnisse hast oder sehr wenige, dann ist dieser Kurs hier für dich ideal. Falls du schon fortgeschritten bist, dann ist dieser Kurs hier vielleicht nicht das Richtige für dich. Wenn du ein echtes Betriebssystem bereits besitzt, Linux oder Mac, dann bist du jetzt mit der Installation bereits fertig. Du musst nichts mehr weiter installieren. Du hast bereits Python auf deinem System vorinstalliert. Das heißt, du kannst direkt zum nächsten Kapitel rüberspringen und direkt das Programmieren beginnen. Falls du Windows benutzt, auch da ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren. Keine Sorge, mein Freund. Ich zeige dir auch da, wie du Python für Windows herunterladen kannst. Wir gehen hier auf die Seite python.org. Ja, die ist auch nochmal, die findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wir gehen hier auf Downloads und die neueste Version, die ich jetzt zum Zeitpunkt des Recordings sehe, ist 3.8.5. Ist aber nicht weiter relevant. Jede Version tut es auch, ja. Die laden wir uns hier einmal herunter. Und wie gesagt, die Versionen, die unterscheiden sich nicht mehr großartig. Python 3.0 oder 3.5.0 ist bereits die neueste Version, das heißt, es spielt keine Rolle, ob da bei dir jetzt 3.9 steht oder irgendeine andere Version. Okay, dann installieren wir das hier einmal. Wichtig ist, hier einmal unten das Kästchen hier auszufüllen. Ja, Add Python to the Path. So, Install Now. Drücken wir hier auf Ja. Und dann gehen wir hier einfach durch diese Installationsschritte. Ganz banal, ganz simpel. So wie es hier angegeben wurde. Klicken uns hier durch. Das dauert natürlich einen Augenblick. Alles klar, dann steht hier Setup was successful. Dann überprüfen wir einmal kurz, ob Python auch auf unserem System installiert ist. Dazu drücken wir die Windows-Taste, geben hier ein CMD für die Eingabeaufforderung, geben hier einmal ein Python und wenn wir Python installiert haben, dann sehen wir hier Python, die Version, die wir haben, und dann können wir hier zum Beispiel eine mathematische Operation ausführen und sehen, okay, das wurde gerade akzeptiert. Also mit diesem kleinen Schritt hier könnt ihr überprüfen, ob Python auf eurem System installiert wurde. Dann drücken wir hier mal auf Exit, damit wir hier wieder rauskommen. Im Prinzip kann es damit schon losgehen. Also jetzt habt ihr im Prinzip schon alle Schritte, die notwendig sind, um mit Python zu programmieren. Wenn ihr irgendeinen Texteditor benutzen wollt, könnt ihr das tun. Also ihr könnt jeden Texteditor, weil wir müssen ja unseren Programmcode in einem Texteditor schreiben. Ihr könnt jeden Texteditor benutzen, den ihr wollt. Ich empfehle aber hier den Texteditor Atom. Der ist kostenlos und es macht einfach sehr viel Spaß, wenn ihr länger mal etwas programmieren müsst. Dann macht es sehr, sehr viel Spaß, hier drin zu programmieren. Atom Texteditor ist wirklich einer der besten Texteditoren, die es gibt für Windows. Das heißt, hier auch einmal herunterladen, einmal starten. Das markiert alles für uns farblich. Es macht sehr, sehr viel Freude, mit Atom zu programmieren. Und es zeigt uns auch direkt die Fehler an, die wir machen. Das heißt, hier könnt ihr optional, das müsst ihr nicht tun, den Schritt, hier könnt ihr optional doch den Atom-Texteditor oder irgendeinen anderen Texteditor, den ihr mögt, könnt ihr auch herunterladen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch den normalen benutzen. Und das war es im Prinzip auch schon mit dem Installationsschritt. Und jetzt kommen wir mal direkt zum nächsten Kapitel und fangen wir mal an mit dem Programming.